Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Wieder mit einem Kriegsreport und einem Live-Fight, allerdings Fight Nummer 2. Warum, wieso, weshalb, werdet ihr noch sehen. Ich sage nur so, das ist der härteste Gegner, den wir jemals hatten. Und seid schon mal gespannt auf gleich. Und jetzt gehen wir in den Kampf. Ich greife an mit... Wie heißt es denn nochmal? Irgendwas mit Lunion. Auf jeden Fall 5 Lava-Hunde. Und Ballons, keine Lakai, nix. Ich werde die Clanburg nicht locken, einfach mitten rein. Soll angeblich funktionieren. Wir werden es testen. Und dann gehen wir mal zum Gegner. Das ist meine Nummer, die ich angreife. Die Nummer 7 wurde schon angegriffen von unserer Nummer... Nein, ich greife die Nummer 9 an. So ist es richtig. Wurde schon angegriffen von unserer Nummer 7. 2 Sterne. Ich will 3. Aber was wir wollen und was wir kriegen, sind ja immer 2 Paar Schuh. Ich werde wahrscheinlich jetzt wirklich während des Angriffs kein Wort sagen können. Ich muss das Tablet nämlich ablegen und das ist in meiner derzeitigen Position so ein bisschen schwierig. Also, drückt mir die Daumen, wünscht mir Glück. Okay, im ersten Moment, glaube ich, sind die Ballons ein bisschen weit außen gedroppt. Dass die Queen immer noch lebt, sollte eigentlich nicht so sein. Die sollte schon längst tot sein. Okay, jetzt stirbt sie. Läuft nicht ganz so gut. Hier ist noch viel zu viel Verteidigung am Leben. Na, kriegt... Nein, die Loons sind schon zu K.O. Gut, das ist weg. Ach, Queen, geh doch rein, Mann. Also, das lief auf jeden Fall nicht so, wie es sollte. Normalerweise sollte der Kampf schon längst vorbei sein. Das sollte ein... Soll ein Rush-Kampf sein, quasi. Ja, also die Queen wird die beiden Gebäude kaputt kriegen. Die Frage ist jetzt, wie es mit der Zeit passt. Ja, doch, könnte hinhauen mit... Ist eine 10er-Mauer. Komm, Queen, streng dich an. Schieß um dein Leben. Habe ich am Anfang die Loons nicht gut gesetzt. Hatte ich mir fast gedacht, aber naja, was soll's. Doch, komm, das reicht doch. Wenn da jetzt nicht noch irgendwas versteckt ist... Nein, die Bogis... Ah, eine Skelettfalle, nein! Oh, das wird knapp, aber doch, das reicht, die Queen regelt das. Ja, Mann, 3 Sterne, so wollen wir das doch sehen. Nicht ganz so wie gedacht, aber 3 Sterne sind 3 Sterne. Und wir gucken direkt nochmal in die Wiederholung. So, also... Die Lava-Hunde sitzen gut, wobei der hier zu spät kommt. Die Loons habe ich... Ah, die brauchen zu lange bis zum Wutzauber. Die Wutzauber sitzen... Hätten ein bisschen weiter nach außen gemusst. Die Wutzauber sitzen dagegen schon ganz gut. Und hier hätte... Da hätten Loon von außen schon hinfliegen müssen. Zu dem Bogiturm und zu dem hier außen. Dann wären die Loons nicht nach außen abgedriftet, sondern wären hier hin. Aber mein Gott. Und eigentlich sollte dann quasi jetzt schon der Kampf fast komplett vorbei sein und nicht mehr hier noch rumgeeiere mit der Königin und so. Nun gut, das soll es für jetzt gewesen sein. Und wir sehen uns dann gleich nochmal
wieder nach einem kleinen Cut, wenn der Krieg vorbei ist. Ich lasse das jetzt nochmal eben auslaufen, aber ihr kennt das ja schon, ihr habt es gerade live gesehen. Wie gesagt, nicht ganz so wie geplant, aber 3 Sterne sind 3 Sterne. Bei 11er Mauern hätte das jetzt schon nochmal knapper werden können. Aber es hat gereicht. Okay, bis gleich. So, da sind wir wieder. Und der Clankrieg ist vorbei. Und wir gucken doch dann als erstes mal in den ersten Kampf, den ich euch nicht live gezeigt habe. So, das war mein Gegner. Ihr seht schon an der Zeit. Langer Fight. Ich habe angegriffen mit Govi Viho. Ich vergesse den anderen Namen immer, den es gibt. Wollte hier oben mit Golems rein, damit die Königin, die Clanburg und vielleicht auch noch der König stirbt. Und dann von der Seite hier mit den Schweinen. Damit die dann hier lang gehen und schön aufräumen. Und ja, dann gucken wir mal, wie das geklappt hat. Golems gehen leider beide zusammen quasi an die eine Stelle. Dann die Magier, damit die Gebäude wegräumen, damit die Leute gleich in die Mitte gehen. So, dann die ersten Hexen, oder alle 3 Hexen besser gesagt, war ja auch dann okay. Die würden ja sowieso in die Mitte gehen und Mauerbrecher hinterher. Und die Helden so und die Magier jetzt noch, damit alles quasi dann unterwegs ist, um hier die Clanburg zu töten. Finde ich, läuft auch nicht verkehrt. Leider wird die Königin da noch nicht gelockt. Aber jetzt gleich, wenn ich den König zünde, da. Beide Helden werden gelockt. Und da ist ja genug da, um den König zu töten und danach auch die Königin. Schade ist, dass die Golems sich nicht aufgeteilt hatten bei den Magiertürmen. Hier hatte ich gerade Glück, dass die Riesenbombe die Schweine nur verletzt hat. Das war gerade so schnell schon wieder, da konnte ich irgendwie nicht so schnell drauf eingehen. Aber jetzt gleich, die Heilzauber, die ich setze, die sitzen alle irgendwie in der Kombination irgendwie okay, aber eigentlich sitzen sie schlecht. Die hätten anders gesetzt müssen. Und dass die sich so aufteilen, ist natürlich auch total Mist. Die Heilzauber überschneiden sich stark. Das ist Verschwendung. Der Heilzauber sitzt sogar ganz gut, aber es sind halt viel zu wenig Schweine hier an der Stelle schon über. Es sind nur noch 5, glaube ich. Und so ein X-Bogen hat ja ein paar HP. Deswegen dauert das natürlich, bis der X-Bogen stirbt. Zum Glück fällt der noch, sonst wäre nämlich hier schon Schluss gewesen. Und es wäre gar kein Stern mehr gewesen, beziehungsweise einer und nicht 2. Die Golems gehen jetzt zur Kanone, das letzte Verteidigungsgebäude. Deswegen hat die Queen freie Bahn hier, das Rathaus sich wegzunehmen. Und so waren es dann 2 Sterne. Ich wollte diese Taktik unbedingt mal wieder probieren. Die ist ja von Leo Junior. Ach, Leo Junior. Huch! Von Phoenix. Sehr beliebt. Und der kann das auch, aber irgendwie, ich werde damit nicht warm. Ich bin einfach zu schlecht. Jetzt passiert auch nichts Spannendes mehr. 10er-Mauern tun natürlich übrigens, dass die Einheiten jetzt lange brauchen. Die Kanone fällt jetzt auch noch, aber es ist halt noch sehr viel über, was man so sieht. Das ist, was soll's? 2 Sterne, finde ich, sind bei dem ja in Ordnung, aber es reicht halt eigentlich nicht für meine Ansprüche. Meine Ansprüche sind immer 3 Sterne, so wie bei dem ersten Kampf, den ich euch gezeigt habe. So, und einen Kampf von meinem zweiten Account möchte ich euch noch zeigen. Den Drachenkampf, da finde ich, habe ich wieder so ein bisschen tricky gemacht und finde, das ist es wert zu zeigen. So, das ist mein Gegner. Der ist Max Rathaus 8. Und ich greife mit Drachen an. Das mache ich eigentlich ungern bei Max Rathaus 8, aber ich dachte mir, hier versuchst du es mal wieder ein bisschen Drachentraining. Drachen da oben erstmal, dass die freiräumen, damit die gleich über die Spitze hier zu der Luftabwehr kommen. Den einen Drachen opfer ich da quasi als Bauernopfer. Mit Wutzaubern habe ich ja auch lange nicht mehr bei Drachen angegriffen. Der Wutzauber, finde ich, sitzt nahezu perfekt. Und dann wird die Clanburg gelockt. Das war für mich der Moment, an dem ich hier die Ballons losschicke. Dass da dann eine Luftmine ist, das war natürlich nicht so toll, aber okay. Besser die als durch Drachen. Und dann hier, das hier unten, das finde ich das Tricky. Ich sitze erst den König, damit Kanone und Burgiturm abgelenkt sind.
von dem König und dann die Schweine mit einem Wutzauber. Klar, hätte ich auch einen Heilzauber nehmen können. Aber ich habe in dem Fall einen Wutzauber bevorzugt, weil ich dachte, vielleicht sind dann schon die Loons auch in dem Wutzauber und profitieren sie. Ja, da seht ihr es, die profitieren sogar davon. Und ja, dann war aber auch schon fast alles quasi gelaufen an Verteidigung und jetzt geht es gleich nur noch darum aufzuräumen. Wobei man halt sagen muss, es sind nicht mehr sehr viele Drachen über. Zwei Drachen und noch drei Ballons oder vier. Müssten drei sein. Für so viel HP-Gebäude wie so ein... Das war auch Glück da, der Drache hat kaum noch was nach dieser Luftbombe. Diese Loons sind beim Aufräumen halt gut gegen Lager. Gegen so andere Gebäude sind sie zu langsam. Das ist der Angriffsspiel zu lahm und ihr seht jetzt auch, die Drachen fliegen quasi vorweg. Aber es hat von der Zeit her gereicht. Durch die Wutzauber, die ich gesetzt habe, wurde natürlich alles im Vorderrhein beschleunigt. Tricky fand ich das hier mit dem König, was ich da gemacht habe. Dass ich da dran gedacht habe irgendwie. Das war quasi im Kampf so ein bisschen... Na, spontan würde ich das nicht sagen. Spontan war der Wutzauber. Ich wusste nicht, ob die direkt von der Kanone auf die Luftabwehr gehen. Haben sie nicht getan. Deswegen den Wutzauber. Wären sie direkt gegangen, hätte ich mir den Wutzauber da an der Stelle sparen können. Aber ich finde, das war schon... Muss ich mich mal selber loben und selber auf die Schulter klopfen. Das war schön. Aber mein ganzer Angriffsskill hat nichts genützt. Sie haben uns vernichtet. Das war der übelste Gegner ever, also für mich, für uns. Das ging gar nicht. Die haben 49 Angriffe nur gemacht und haben 80 von... warte mal, wie viele Sterne kann man holen? 90. Und die Sache ist jetzt nicht, dass sie die oben liegen lassen haben. Nein, die hatten keinen Bock mehr. Die hatten es nicht nötig. Die hätten hier bei unserer 26 noch 2 Sterne holen können, bei der 25 noch einen. Die kriegen sie ja locker hin. Deren Nummer 1 hat nicht angegriffen. Da seht ihr es, die Nummer 1 nicht, gar nicht angegriffen. Und dann haben sie alles leer geräumt. Bei der 6, Respekt, ich weiß gar nicht, wie oft haben sie es versucht. 5 Mal haben sie es nicht geschafft. Bei mir haben sie auch 3 Sterne geholt. Und bei den Rathaus-10er waren sie nicht ganz so stark. Jetzt würde ich mal sagen, wären wir ein bisschen stärker gewesen, hätte man das vielleicht sogar gewinnen können. Aber ganz ehrlich, 83 Sterne sage ich jetzt mal, weil wie gesagt, da unten war noch... Kämpfe, die hätten sonst wahrscheinlich, hier seht ihr das auch gleich, die Nummer 6 hat die Nummer 1 angegriffen. Wenn es wichtig gewesen wäre, hätten sie es nicht gemacht. Gehe ich mal davon aus. Und die Nummer 6 hätte übrigens fast 2 Sterne bei unserer Nummer 1 geholt. Also das war schon irgendwie ziemlich niederschmetternd, dieser Clan-Krieg. Aber ganz ehrlich, der Kampf, das war von Anfang an, war es nicht fair. Sagen wir es so. Wir haben 3 Rathaus-10er. Die Leute haben 5 Rathaus-10er und der 5. ist keine What-the-fuck-Base. Nein, nein, nein. Der 5. hat so eine Base. Max Infernos, Max X-Bögen, 2 Stück. Einer ist noch am Level 1, okay. Magiertürme schon relativ gut ausgebaut. Luftabwehr schon zum Teil ausgebaut. Und hat halt auch schon mal krasse Elfermauern. Also, das war jetzt wirklich nicht so. Und auch die Rathaus-9er waren alle fast perfekt ausgebaut. Was allerdings auffällt, ist, dass anscheinend... die Lavahunde overpowered sind. Die haben fast durchgehend mit Lavahunden angegriffen. Ich zeige jetzt einfach mal einen Kampf. Der auf mich war von einem Rathaus 10er. Das finde ich nicht so schön. Ich hätte gern... Genau, nehmen wir hier. Von der Nummer 8 auf unsere Nummer 5. Das ist Rathaus 9. Deswegen... Die X-Bögen sind wohlgemerkt auf Boden. Auf Luft gestellt. Und ja... Luftabwehr, okay, die eine fehlt noch, aber alle anderen sind gemaxt. Und es funktioniert einfach. Das ist krass, also Lavahunde scheinen sehr overpowered zu sein. Okay, jetzt leckt es ein bisschen. Zu viel auf dem Bildschirm los. Mein Gott. Hier auch schlau gemacht, dass er einzelne Ballons übergelassen hat. Das muss ich mir merken, um dann von hinten die Gebäude aufzuräumen, die noch über sind. Der Wutzauber hier sorgt auch dafür, dass die Luftabwehr noch fällt. Und dann war es das mit der Verteidigung. Sogar ohne Königin, das ist einfach so frustrierend. Nur der König. Okay, den König hat er benutzt, um hier die Königin zu töten. Das war wichtig. Aber die stand vielleicht ein bisschen weit außen. Aber nun gut, passiert. Es gibt kein perfektes Base-Layout bei Rathaus 9. Und
Lavahunde müssen anscheinend echt ein bisschen genervt werden. Es scheint mir ein bisschen stark zu sein. Und ich glaube, als Rathaus 10er, wenn man dann einen Frostzauber hat, kann man damit auch locker, flockig 2 Sterne bei Rathaus 10 holen. Eventuell sogar 3. Der Angriff auf unsere Nummer 3 war nämlich auch schon so, wäre der ein bisschen anders gelaufen und ein Zauber besser gesetzt worden, dann wären das wahrscheinlich 3 Sterne geworden. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ist halt frustrierend. Man konnte von Anfang an absehen, dass das schwierig wird. Der Clan hat auch schon... Okay, 48 Siege. Das sind Asiaten. Irgendwie Asiaten sind immer übel. Ja, was soll's. Verloren. Gucken wir mal, dass wir jetzt irgendwie wieder einen Sieg raushauen. Ja, wir haben ja jetzt auch schon 68 Siege, aber es mehrt sich halt hier. Oh. Der Kriegslock ist größer geworden. Kann das sein? Das waren doch früher nur 10. Schade. Dann werden wir wahrscheinlich nie wieder eine grüne Weste kriegen. Also hier, bei diesem gegen Sane 1%, da waren wir, glaube ich, schlecht. Hier bei den vor 31 Tagen, da war... Was war denn da? Das war ärgerlich. Und auch hier die Niederlage sehr knapp. Die Niederlage war quasi nicht zu vermeiden. Passiert. Aber ich hätte gerne mal wieder so ein bisschen mehr Grün hier. Ein bisschen viel Rot. Früher war ja, wie gesagt, 40 Mal hintereinander oder so. Kein verlorener Clankrieg. Die Zeiten hätte ich gern zurück. Aber wir werden halt stärker und unsere Gegner auch. Und jetzt haben wir durch diesen Clankrieg aber gelernt... Die Lavahunde sind sehr, sehr stark und jetzt leveln alle ihre Lavahunde, sodass wir dann demnächst auch bei jedem Rathaus Neuner quasi mal im Vorbeigehen 3 Sterne holen können und dann hoffen wir auf eine große und lange Siegsträhne. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einer normalen Folge Let's Play Clash of Clans. Bis dahin, ciao, ciao.